Es gibt sowas, das nennt sich Mythen. Eine davon ist es, dass man mit dem Schild den fahrenden Zug aufhalten kann. Okay, Zug, bist du bereit? Ja! No, no, es klappt nicht, es klappt nicht. Aber im Laufe des Videos werden wir noch viele weitere Mythen testen. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir fangen an. Mit dem neuen Grappler hat man anscheinend keinen Fallschaden. Testen wir mal. Hopp, und... kein Fallschaden. Anscheinend kann man seit kurzem Wände hochklettern in Fortnite. Stimmt das Ganze? Man sieht hier an der Kante, da sind so Dinge. So Bretter wie bei Assassin's Creed, da kann man jetzt anscheinend hochspringen. Gucken wir mal. Ja, es klappt einfach, was? Okay, wie hoch kann man gehen? Kann man auch so hochklettern? Niemals, oder? Wir testen es. Was? Hey, man kann ja komplett nach oben klettern. Wie krass ist das denn? Guck mal, wie das aussieht. Ist das komisch, was? Pass auf nicht, dass du stirbst, ne? Sind die Reifen von der G-Klasse bulletproof? Ey! Sorry, sorry. Nein, stimmt nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Ey, 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 oh. Chill, 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 yo. Yo! Was willst du, hä? Oh. Ja, siehst du. Wenn man einen Clusterklinger an jemanden dran wirft, aber die Person dann tanzt, dann fällt das Ding runter. Testen wir das mal. Au, ich bin gleich tot. Fällt nicht runter, nee. Aua. Aber ich habe eine Frage. Kriegt man Fallschaden, wenn man klettert und dann runterfällt? Okay, testen wir. Boah, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Das wäre voll uncool. Oh, shit. Man kriegt Fallschaden, ja. Man kriegt Fallschaden. Ach ja, wusstet ihr Leute, dass Freebugs jetzt for free sind, also umsonst? Hä, wie denn? Ganz einfach, ihr müsst einfach nur das Video schauen. Im Video drin sind versteckte Codes. Mhm. Kann man in Fortnite jetzt Autos abschleppen? Ja, wir testen das mal mit dem Motorrad hier, okay. Hä? Check mal ein. Aua. Ich habe Schaden bekommen. Komisch. Gibt es Peter Griffin in Fortnite? Ja, ja. Da ist er. Oh, was macht er? Er fängt an zu tanzen. Hä? Ey, und der Bullshit! Ah! Und anscheinend gibt es auch ein Easter Egg, dass wenn man ihn K.O. macht, dass er dann am Boden ist. Und wie beim Video. Oh, oh Gott. Er hat eine HP, Hilfe. Oh ja, er macht das, glaube ich. Oh ja, er macht das Meme. Hui, er ist tot. Anscheinend hat man keinen Fallschaden, wenn man auf den Busch drauf springt. Okay, testen wir das Ganze mal. Und go. Kein Fallschaden, was? Hä, oha. Oha, easy. Anscheinend gibt es jetzt einen Cooldown beim Reviven. Das heißt, wenn man mal Revive, dann kurz wegguckt und wieder Revive, bleibt es bei der selben Sekunde. Okay, wir gucken ganz kurz. Wir stellen uns vor, wir sind so bei 5 Sekunden. Dann kommt jemand. Und man geht wieder zurück und man kann weitermachen. Es geht so ganz langsam runter. Man sieht es läuft ab. Oh. Die Zone kommt. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ja. Kann ein Auto den Zug aufhalten? Ah. Nein. Oh, holy shit. Ah. Shit. Komm schon. Halt doch den Zug an. Aber, ist schwer. Okay, ein Auto schafft es nicht. Aber was glaubt ihr, wenn man es versucht mit ungefähr... Yo. Nein. Was glaubt ihr, wenn man es versucht mit ungefähr so 20 oder 30 Autos oder mit 99 Spielern? Wenn ihr wollt, dass wir das Ganze mal testen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo. Dann schreibt in die Kommentare, wie wir den Zug aufhalten sollen. Dann machen wir das morgen im Video. Kann man Waffenaufsätze verändern, wenn man hier dran ist? Ja, kann man. Man kann die Aufsätze einfach ändern. Okay, geil. Kann man jemanden aus dem fahrenden Auto rausholen mit einer EMP-Granate? Fahr, Junge, fahr los. Los, fahr! Au. Nee, aber das Auto ist kaputt, ne? Ist ganz kaputt? Hä? Kann ich fahren? Ja, keine Ahnung, sorry. Mein Auto! Ah! Scheiße, Digga. Aber kann man mit dem Schild ein Auto stoppen? Finden wir es heraus. Let's go. Jo, ich flieg so hoch! Ich hab Dings überlebt. Fortnite hat anscheinend ein neues Movement, wenn man so hin und her läuft, vorwärts, rückwärts, ducken und alles. Das Ganze testen wir jetzt mal. Okay, wir laufen nach rechts. Oh ja, doch, doch, 100%. Das sieht ganz anders aus als damals. Das ist ja ganz anders. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, wenn wir ducken, wir ducken uns doch komplett anders. Ist das kacke. Ach ja, und wusstet ihr Leute, dass ihr mit dem Support-Creator-Code Maxify, wenn ihr den unten in den Item-Shop eingibt, einen besseren Loot bekommt? Hm, wusstet ihr nicht, ne? Tragt den lieber mal ein. Hashtag EpicPartner. Man kann ja Wände hochklettern, aber kann man auch an der Wand langklettern? Also so Wall-Run-mäßig machen. Gucken wir mal. Ja, guck lieber weg, Großer. Okay, Versuch Nummer 2. Wall-Run!
Nee, funktioniert nicht. Leider. Mythbusters. Kann man mit Minis jemanden Rocket riden? Okay, warte. Springen. Ich muss den richtigen Winkel bekommen. Warte. Gleich. Hab's bestimmt gleich. Gleich hab ich's. Okay, ich hab's noch nicht. Ich glaube, du bist einfach zu schwer. Hier, mach mal andersrum. Und? Also ich sag mal so, du hast mich runtergeworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob man richtig damit riden kann. Aber ich will grob sagen, so teils improved. Aber funktioniert es auch mit dem Bären? Springen. Okay, jetzt hab ich die Flugbahn, ja. Nein. klar. Spring hoch. ja, keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht genau. Welcher Wagen ist schneller? Der Octane aus Fortnite? Der Octane aus Rocket League oder die G-Klasse? Bereit? 3, 2, 1, go! Digga, du kannst gar nichts. Geh weg! Scheiße, Junge, was? Als ob du schneller bist! Fress meinen Staub! Ah, ich fress ihn! Kann man durch das Fenster hier einfach so durchspringen? Das ging ja damals nicht, aber geht es jetzt? Falsche Taste gedrückt. Muss, glaube ich, springen drücken. Jetzt geht's. Approved. Okay, bricht das Healing ab, wenn man es eingenommen hat. Man nimmt ein und jetzt versucht man es irgendwie zu stoppen. Es ist weg. Hä? Hä, mein Biggie ist weg. Mein Biggie ist weg und ich habe keine Heal bekommen. Man kann es abbrechen, ist das kacke. Ich wette, ihr schafft es nicht, innerhalb von 10 Sekunden ein Like und ein Abo dazulassen. Hm? Und... Habt ihr es geschafft? Okay, eine weitere Frage. Kriegt man so Schaden durch den Zug, wenn man einfach gegenläuft? Nein. Nein, kriegt man nicht. Kommt man mit dem Schild in eine 1x1-Box rein? Du hältst gegen, ja? Ja, ja. Okay, ich komme und... Hä? Moin. Okay, ich halte. Kannst kommen? Ich komme. Ey! Das ist halt nicht gut genug. Hey, ziehst du durch? Ah, okay, funktioniert doch. Oh, sorry, Alter. Chill. Raus hier. Okay. Entschuldigung. Es gibt auch Gullideckel jetzt in Fortnite und wenn man da reingeht, kommt man wo raus? Viel Spaß in der Zone. Oh. Ah, cool, ich bin... Hallo. Cool, hat funktioniert. Haha. Approved. Kann man gehen, während man Schild einnimmt? Hm. Ja. Ja, okay, kann man. Approved. Wie sieht's mit dem großen Schild aus? Funktioniert auch. Und bin voll. Aber wie sieht's mit dem Flopper aus? Und... Nee, warte mal. Man kann dabei nicht gehen. Am Flopper kann man nicht gehen. Das ist krass. Aber Medikit, oder? Das geht. Ha. Mit Medikit geht's also. Aber wie sieht's mit Verbänden aus? Geht das? Ja, mit Verbänden geht auch. Ihr kriegt einen Free-Skin, wenn ihr diesen Code hier, der gerade eingeblendet wird, auf der Fortnite-Redeem-Seite einlöst. Dann kriegt ihr diesen Skin. Ist Fortnite immer noch sus? Gucken wir mal, wir rutschen. Nee, warte mal, ich glaube, es geht nicht mehr. Ich glaube, Fortnite hat es endlich gefixt. Wir rutschen und es geht nicht. Fortnite hat es einfach gefixt. Man kann nicht mehr sus sein. Wenn man die Berries einnimmt, fliegt man dann höher auf dem Jump-Pad. Aber man springt ja dann immer höher als sonst. Deswegen testen wir das und... Nee, nein, fliegt man nicht höher. Nein. Anscheinend kriegt man auch keinen Fallschaden, wenn man mit dem Schild so einen Dive macht. Okay, warte, ich mach mal das nochmal. Hinten, glaube ich, einfach. Oh. Ja, und? Das klappt nicht. Brrr. Es gibt auch anscheinend neue Animationen bei Spielern. Das heißt, wenn man nichts macht, wie jetzt, wie zum Beispiel. Guck bei mir. Ja, ich mach auch was. Ich bewege mich, ja. Ist cool. Spannend. Gucken, wer schneller ist. Du mit Waffe oder ich mit Spitzhacke? 3, 2, 1, go. Ist gleich. Ja, das ist 100 pro gleich. Das ist ganz gleich. Das ist mehr als gleich. Das ist sogar schon fast eine Gleichung. Ist Lego schon in Fortnite drin? Gucken wir mal ganz kurz hier nach. Nein. Lego ist noch nicht da. Wir sehen, dass es in 4 Tagen erst kommen wird. Dann kommt Racing auch in 5 Tagen und in 6 Tagen kommt das Festival. Aha. Okay, wir wissen ja alle, dass eine Medaille hier macht. Aber machen 2 Medaillen auch hier? Aber bevor wir das testen, kann man überhaupt 2 aufnehmen? 1.
2. Ich habe 2. Okay, ich kann das gerade nicht testen mit dem Schild, deswegen musst du ganz kurz testen. Also es geht, aber es macht so wie mit einer. Nee, ja? Es macht wie mit einer. Oh, kann das Auto untergehen? Ja, das Auto kann untergehen. Hält ein Schild Clustergranaten auf. Bist bereit? Ja. Au! Oh mein Gott. Ah! Ich habe 2 HP. Ah! Kann man mit den Schildwände kaputt machen? Testen wir mal. Und Holz geht kaputt. Geht auch Metall kaputt. Nein, verliert nur Leben. Und Stein. Geht auch nicht kaputt. Haben erst denselben Aufsatz, wenn sie dieselbe Waffenstufe haben? Gucken wir mal. Okay, man hat unten Speed-Magazin, also schnelles Nachladen. Und wir haben hier Angle Foregrip, um zum schneller anvisieren. Also nein, wir haben nicht alle denselben Aufsatz. Es ist immer unterschiedlich. Kriegt man Schaden, wenn man mit Schild gegen Schild läuft? Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Ja! Oh. Yo! Ich bin stärker. Komm her! Was? Oh, okay, sorry. Sind im Spind die Rocket League Autos schon da? Gucken wir mal. Hier sind die ganzen Sachen. Ah, man sieht hier Lamborghini, man sieht einen Skorpion und man sieht das Octane Auto. Aber es sind nicht alle Autos da. Aber zum gewissen Teil. Also, teilweise improved. Man kann anscheinend mit den Rohpunktvisier, also mit diesem Visier durch eine Wand durchschauen. Testen wir mal. Wir gehen dran und wir können komplett durchschauen. Ihr seht, die baut gerade. Wir können durchgucken komplett, aber sobald die Wand komplett vollgebaut ist, kann man nicht mehr durchschauen, richtig. Guck, jetzt geht's nicht mehr. Ach, Digga. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür mehr Mythen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was wir machen sollen, um den Zug aufzuhalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim Video, wenn wir versuchen, den Zug aufzuhalten. Bis dann. Ciao.